Also, wenn ihr einen Plan habt, dass die Arche uns nicht tötet, während wir das Ritual angreifen, dann gerne. Oh, und was wäre, wenn wir einfach einen Teil der Klippe wegsprengen, die dann auf die Arche herniederschlägt und sie unter sich begräbt? Sie ist nicht völlig unbeweglich. Nichtsdestotrotz ist dies ein Gedanke, den wir zumindest näher betrachten sollten. Kannst du das denn, Boltax? Wie wäre es, wenn wir uns aufteilen? Hüvela wird die Meldung machen. Teilen wir uns auf und schlagen zu verschiedenen Stellen zu. Aber die sind jetzt schon sehr viel mehr als wir und können sehr viel besser kämpfen unter Wasser als wir. Ich denke Deswegen die wohl, dass wir Überraschung. unsere Kräfte gegen die Arche bündeln müssten. Ja. Ich Meinte, hatte wir kriegen die gehofft, anders tot. dass wir ihnen zuvorkommen könnten, indem wir einige dieser Perlen einsammeln. Aber wenn sie nicht alle brauchen. Vertraut mir, es sind, glaube ich, mehr Perlen, als wir tragen können. Als überhaupt Ich ein Lebewesen tragen kann. denke auch. Hier die Idee. Wir machen das wie mit Xeran. Ein Teil von uns lenkt ab. Ja, das hat damals schon gut geklappt. Und die anderen dringen währenddessen auf die Arche ein und, naja, töten das Herz oder den Steuermann oder wen auch immer. Sobald wir die Arche betreten, bemerkt sie uns. Sie ist ein lebendes, denkendes Wesen. Ja, und du musst bedenken, Boltax, die Wesen hier sind alle sehr viel schneller als wir. Beispiel, schau dir die beiden Risse an, wir können denen nicht davonschwimmen. Wir Also würden uns innerhalb von Sekunden einholen. Und wie wäre es, wenn wir dann die Arche nicht töten, sondern einfach nur das Ritual verhindern, indem wir sie ablenken? Tun wir so, als ob hier viele neue Krieger sind, und locken sie nach oben. Was haltet ihr davon? Das wäre praktikabel, im weitesten Sinne. Aber wie wollt ihr das machen? Die Risse werden ihre Stadt wohl besser kennen als wir. Vermutlich können sie sich hinreichend gut verschanzen, um nicht sofort aufgespießt zu werden. Naja, sie sind zu zweit. Wir haben noch einige Das. Ich Aale. signalisiere ihm auf Attack. Ist das unser Problem? Wir haben noch einige Aale und einige Seepferdchen. Wir bräuchten einen mächtigen Illusionisten. Zulamin schaut ein bisschen hoffnungsvoll die Risso an. Die nicken. Kommen wir noch einmal kurz zur Klippe zurück. Boltax, Ja. hast du dafür etwas im Ärmel, oder? Nun ja, also ich beherrsche diesen Zauber. Es ist ein elementarer Wirbel, der nun ja Erz in Bewegung versetzt, wodurch, wenn ich ihn clever platzieren würde, vermutlich ein größerer Teil der Klippe abspringen würde. Er kann mitunter, naja, Erdbeben und Strudel erzeugen. Was haltet ihr also davon? Die Risse lenken die Arche unten ab und hoffen sie so lange an etwa an Ort und Stelle zu haben, bis Boltax diesen Seeals aus der Klippe gerissen hat und hoffentlich fällt es hinunter und begräbt sie lange genug, damit wir unsere Arbeit machen können. Sie wird sich zweifelsohne befreien können, aber ich sollte hoffentlich lang genug dauern. Das schafft uns ein Zeitfenster. Und mit etwas Glück können wir dann hinterher immer noch zurückkehren und unser Werk vollenden, wenn die Zeit ist. Ich denke auch, dieser Clipper dürfte auch das Ritual empfindlich stören. Idealerweise greifen wir natürlich gleichzeitig an, während die Ablenkung läuft. Hoffentlich. Behalten wir das erstmal so im Kopf und finden wir heraus, wie es überhaupt da unten aussieht. Also, wie wäre es denn mit Avis an unserer Seite? Wir schauen uns erst einmal in der Stadt um, erkunden die übrig gebliebenen Ruinen. Vielleicht finden wir ja hier noch etwas. Mich würde auch interessieren, was dieser Tempel von, was sagtet ihr, Nominibal ist? Wir nutzen sonst alles, was wir hier unten finden. Risso, sind denn die ganzen Krakonier weg? Krakonier unten in Spalt. Sie Und haben keine noch mehr hier oben. Wächter, aber das ist keine Krakonier, das Haie. Naja, ich will nur, weil wenn die uns entdecken, dann sind wir am Arsch, deswegen. Verfluchte Krieger. Wie ihr, von Haut. Nur anders.
Also ich glaube, dass wir uns schwierig verstecken können vor Wesen im Wasser. Weil sie... will ich, dass ihre natürliche Umgebung ist. Also, Kapitän, was machen wir jetzt? Nun, ich würde vorschlagen, wir erkunden erstmal die Umgebung, sehen das Ritual aus, dann schauen wir weiter. Hervorragende Idee. Sag Kapitän, wie lange hält eigentlich unsere Alchemie? Nun, solange ihr keinen Hohlraum mit Luft betretet, wird das wohl ausreichen. Alles? Aber ich glaube, sie spricht vom Öffernstrunk. Nun, ihr müsst, ich glaube, einen Tag reichen. Wenn ich mich nicht täusche, sagt er, kann als Etianer sogar von 3 Tagen etwas. Also das große Problem, was wir bald haben werden, ist, dass wir den Hoftag der Sprache nicht mehr nutzen können. Verzeiht, dann ist meine Kamale Kraft am Ende und Nandus wird uns hier nicht mehr unterstützen. Dann sollten wir uns beeilen. Dann sollten wir erst, zügig Informationen beschaffen, über die wir uns austauschen können. Aber der Plan, dass da mal steht, ihn durchzuführen, sollte leichter sein. Wird Balashinda euch wieder dumm machen? Im weitesten Sinne ja. Nennen wir es einfach so. Braucht ihr Segen von Balashinda? Könnt ihr das? Sie nicken. Ich werde mich garantiert nicht noch einmal von dieser Fischhexe verzaubern lassen. Nein. Ach, ihr wurdet von ihr verzaubert. In einem Kaios-Tempel. Nun seht ihr, braucht ihr noch mehr Beweise, um zu wissen, dass dies kein Kaios-Tempel ist, sondern nur eine schwache Fassade von... da, irgendetwas. Nun, diesen Weg werden wir beschreiten, wenn es soweit ist, nicht wahr? Warum soll man keine Magie wirken können in einem Tempel von Balashinda? Vergesst es, die Zeit rennt. Also ist Balashinda der Gott der Magie bei euch? Die Herrin nicht über die Magie. Die Zeit. Und die Beraterin des obersten Richters. Ihr könnt doch deren Sprache, fragt sie hinterher. Nun gut, ihr da. Führt den Weg voran in Richtung dieses Ritualplatzes. Wir sehen uns das an. Okay. Dann, ihr werdet wieder dumm. Und Nivül Schwarzwasser wird sich abstoßen und mit schnellen Zügen wieder durch die Lücke am Preistempel nach draußen und in das offene Gewässer schwimmen. Preis, gib uns Kraft. Meinst Balashinda? Sei froh, dass ich hier unter Wasser sein und ich dir keinen Tritt geben kann. Ich denke, Balashinda ist wahrscheinlich hier Sinde oder Nandos oder ein ähnlicher Gott des Wissens und der Weisheit. Das haben sie ja gesagt, eine Beraterin des obersten Richters. Also hier Sinde. Ich gehe davon aus. Ah. Obwohl, es wäre möglich, dass... Ach nein, das kann nicht sein. Ich spreche nur. Naja, diese... Somura stammt aus einem anderen Teil der da. Das ist richtig. Und sie haben einen sehr schönen Namen. Nun, ihr wisst schon, dass... Nein, das wäre zu kitzlisch jetzt. Später einmal. Ja, Lord wird uns gar nicht. Guck mal, der ist schon vorgesprungen. Später. Hier sind schon wieder zu weit weg. Kommt, Baldax. Ja, ja. Ihr müsst schneller schwimmen. Wieso? Derweil wird Miriam zu Saphira schwimmen. Schwester? Ich würde mir ganz gerne einmal mit Ybaro, so hieß er, glaube ich, die Stadt ansehen. Kannst du ein Licht schicken, wenn ihr Hilfe braucht? Das heißt, ich muss schon wieder mit denen alleine sein? Naja, das ist das erste Mal, dass wir seit Jahrtausenden als Schwesternschaft der versunkenen Tochter hier runterkommen und das Wissen, ich meine... Aber... Willst du nicht und ich erkunde die Stadt? Willst du mitkommen? Ich habe auf alle Fälle richtig Lust, mir das anzusehen. Ich hatte da drüben ein paar Zeichen gesehen. Ich glaube, das waren Spuren von Satuaria. Aber... Ich sag dir Bescheid, wenn ich was rausfinde. Okay, und ansonsten passe ich auf diese
Heldengruppe. Wenn dir was passiert, oder bevor dir was passiert, schickst du ein Licht. Und wenn mir was passiert, schicke ich dir ein Licht. Dann pass auf dich auf, Schwester. Bis später. Sie gibt dir einen Kuss auf die Wange. Sie wird nochmal sehr herzlich in den Arm genommen. Ja, das wird natürlich erwidert und dann verschwindet sie gemeinsam mit dem Risso Ybarro. Saphira würde noch kurz an der Stelle verharren und ihrer Schwester hinterher gucken. Sich dann umdrehen und den anderen hinterher schwimmen. Voltax, als du den Tempel des obersten Richters verlässt, an deiner Seite eben noch Abelmir, Scherze über Jalan und über seinen Gott, da kannst du sehen, wie dich ein liedloses, gewaltiges, feuerrotes Auge anstarrt. Es mustert dich und dann wirst du überrollt. Ebenso wie Zulamin von Gefühlen, von Hass, von Wut, von Feuer. Der Blick eines Drachs. Er war wirklich hier. Und du das bist. Wir haben dich bezwungen. Kein Zwerg muss mehr unter dir leiden. Dein Hass mag noch nachhallen, aber dennoch ist es nur eine Erinnerung. Ich fürchte dich nicht. Derweil wird Zulamin wieder von einem geisterhaften Gespräch überrollt. Irgendwelche Somora, die neben dir auftauchen, dann wieder verschwinden. Du hörst sie nur noch flüstern. Pirdagor kommt. Er wird dein, ihr Obernit aufkum. Sie weist zwos zum Ton. Dann sind sie wieder weg. Jarvan hatte einen Plan. Sie hat ihn erwartet. Was? Was hab ich gesagt? Die Menschen auf der Straße sprachen darüber. Sie waren gewarnt. Ihre Herren wusste, dass Bördakor kommt. Warum sind sie nicht geflohen? Ich weiß nicht. Vielleicht war nicht mehr genug Zeit. Aber sie hatte einen Plan. Sie hat ihre Untertanen beruhigt. Sie wisse, was zu tun sei. Vielleicht ist das der Ursprung dieser Perlen, dass sie beschloss, ihr Wissen auf diese Art zu bewahren. Nun, offensichtlich wollte sie ihr Wissen bewahren und ihre Untertanen opfern. Wenn sie so prophetisch war, dann sah die das voraus. Kein besonders gnädiger Herrscher, oder? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob noch genug Zeit war. Vielleicht war das alles, was sie in der Kürze noch tun konnte. Warum sandte sie ihr Volk nicht fort von diesem Ort? Ich bin nicht sicher, aber ich finde es bezeichnend, dass die gewöhnlichen Menschen auf der Straße überhaupt etwas wussten. Ich meine, teilen unsere Könige ihren Untertanen mit, von wem sie angegriffen werden und dass sie bereit sind und einen Plan haben. Sie hätten Angst, eine Massenpanik auszulösen. Aber diese Leute haben ihrer Herren vertraut. Sie hatten Angst, aber auch Vertrauen. Da sieht man wieder, Vertrauen ist manchmal unzureichend, fehlerhaft. Ohnmächtig zu sein, heißt nicht allmächtig zu sein. Aber lasst uns weitergehen. Vielleicht werden wir noch mehr erfahren. Ja, Mantis schaut kurz perplex in die Richtung des Berges. Schaut dann nochmal absichernd in Richtung der eigenen Gefährten. Da waren welche. Ich habe Leute gesehen und Schnee, hier unter Wasser. Aber es war kurz, als wäre hier nichts unter Wasser.
Schnee unter Wasser? Vielleicht habt ihr auch die Vergangenheit gesehen. Waren die Menschen groß, aber normal gebaut? Nun, sie waren groß und ich hab sie sofort erkannt. Es waren Torvaler. Torvaler? Ja, vielleicht. Weil 15, 20 Stück. Die sind angelandet und schienen auf Erkundungsmission zu sein. Der Gipfel war voller Schnee bedeckt. Sonst habe ich niemanden gesehen. Torvaler waren die einzigen. Dann habt ihr etwas anderes gesehen als ich. Vermutlich aus der jüngeren Vergangenheit. Torvaler bedeuten nie etwas Gutes. Das Flussbett der Zeit hier ist sehr dünn. Diamantes, worüber sprecht ihr? Herr Hochel, wie heißen die nochmal hier? Die Elfen, aber nicht die jetzt im Wald hocken, sondern die von früher, Abelmir. Hochelfen. Genau, die ganze Gruppe von denen in so einem Rudel. Inseln, ganz viele Inseln im Nebel. Was denn hier los? Ist ja fürchterlich. Nun, ich sah Pöderkors Blick und spürte seinen Hass. Und dann habe ich ihm ins Gesicht gesagt, dass er ein lausiges, armseliges Abklatschwesen von einer Drohung sei und dass Razzazor viel schlimmer war und wir den auch besiegt haben und dass der Alagrim gefallen ist. Ha! Und dann habe ich ihn ausgelacht. Ja, das klingt nach euch. Ich denke, es liegt an Chalvens Präsenz. Sie teilt uns Bilder, Visionen zu. Vielleicht zufällig. Vielleicht, um uns irgendetwas zu sagen. Ihr wisst nicht, woher diese Visionen kommen. Sie könnten von sonst wem stammen. Oder es ist der Beginn dieses Wahnsinns, der Einsatz, den sie erwacht. Wäre immerhin denkbar. Ja, oder die zerstören gerade diese Perlen und das Wissen daraus wird frei. Das kann so gut sein. Sollten wir uns melden. Ja, ich weiß eh nicht, was wir hier zu hoffen zu finden, aber... Nun, wenn gut, diese Perlen wirklich Wissen über die Welt offenbaren, vielleicht erfahren wir hier irgendwas von. Warte, dort. Ich zeig mal einen über uns. Da, Sterne. Dort das Sternbild der Neopara. Warum fallen sie jetzt? Nun, Neopara soll ja eine Tochter gewesen sein. Ja, ich dachte, ich stehe unter freiem Himmel. Naja, so im Prinzip tut ihr das. Da ist halt nur Wasser über euch. Ne? Nun ja, aber Sterne fallen für gewöhnlich nicht oder selten. Doch, einmal hat ein Stern ein ekelhaftes Echsennest erschlagen. Ja, und das Sulamitische Reich ist untergegangen. Ja, vielleicht, zum Glück. Oh, war das nicht schön. Vielleicht sah ich einen Ausblick davon damals, als die Neobara Sternbild fall und ihr Reich, Chalvens Reich, fällt. Vielleicht. Lasst euch nicht ablenken. Ja, ich stimme ja dazu, wir sollten uns beeilen. Warum sollten wir alle versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren und uns nicht auf solche Sachen einlassen? Ja. Gerade du, Abelmir, gerade du solltest es wissen. Es sind Fingerzeige. Ja, und von wem? Von den Unsterblichen. Ja, nennen wir sie so, wenn du willst. Du weißt ganz genau, welche Sachen einem durch den Kopf spuken, wenn man sich in der Nähe einer Dämonenarche aufhält. Die würde doch einen Fingerzeig von Preis auch nicht widerstehen, oder? Paios ist fern hier unten. Er ist ebenfalls ein Unsterblicher. Ich schüttel nur mit dem Kopf und schwimme weiter. Er ist manchmal so dickköpfig. Ja, er ist heute echt etwas gereizt. Er hat es halt immer noch nicht verstanden, worum es geht. Ja. Aber er ist ja auch noch jung und dumm. Also, darfst du ihm da keinen Vorwurf machen. Er wird noch in das Alter kommen, wo er versteht. Ich bin heute viel überraschter von Abelmir. Ihr macht euch, seitdem wir unter Wasser sind. Wie meint ihr das? Ihr hattet heute schon nicht nur
dumme Sachen von euch gegeben. Oh, aus dem Mund einer Hexe ist dies ein wirkliches Lob. Ja, ja, ihr macht euch, sag ich doch. Das muss Tywins guter Einfluss sein. Seht ihr, ihr fangt an, euch anzufreunden. Ist das nicht schön? Ich verziehe das so Gesicht. So weit würde ich nicht gehen. Ich verziehe auch das Gesicht und drehe mich auf und schwimme weiter. Ja, bestimmt, Bortax. Gleich fallen sie sich in die Arme. Oh, das wäre aber nicht okay. Das müsste ich ja dann seiner Frau sagen. Ja, ich würde mal auf Jalans Höhe schwimmen und ihm zunicken. Ihr habt recht, die benehmen sich nicht so, als wie sie es tun sollten im feines Land. Mhm. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie weit die Viecher sehen können, aber ich nehme an, besser als wir. Unter Wasser, vermutlich. Eine ganze Schwimmerei hier im Offenen. Wir könnten uns kaum größer ankündigen. Ich hoffe, dass Abelmir oder Moltax irgendeinen Zaubertrick auf Lager haben, um uns die Sache aus der Ferne aufklären zu lassen. Ja, wir können uns nicht mit einer gesamten Besatzung von einer Dämonenarche unter Wasser anlegen. Stechen uns tot. Wenn der Plan funktioniert, müssen wir das ja nicht. Ja. Ich hoffe nur, dass dieses Ritualkontingent klein genug ist, dass wir damit fertig werden. Ja, ich hoffe, die Risse lenken genug von denen ab. Aber ich glaube nicht, dass wir die wiedersehen. Auch nicht schade drum. Ist richtig. Ihr könnt den Biaga folgen. Und als ihr Nüvel Schwarzwasser folgt, sie wird ziemlich zielstrebig vorausschwimmen, da ja, ihr weicht immer wieder diesen Strömungen aus, diesen Blasen, den Wutlinien von Pyrdakor, die auch die Jahrtausende über immer noch hier brennen und diese vulkanartigen Magmaströme dann unter euch erzeugen, bis ihr dann an einen Bereich des Riffs kommt, wo eine Korallenwand durchaus beschädigt ist. Ein 30 Schritt großes Loch, was hier klafft. Einige Algen, Seeanemonen, bunte Fächerkorallen, die hier eine Steinplattform gebildet haben, die durchbrochen worden ist, eine Mauer. Und ihr kennt das beim genaueren Hinsehen, gerade an den Rändern, die Korallenstöcke, die Anemonen, beschädigt sind. Sie sind verdreht und sie scheinen am Rande von innen heraus zu verfaulen. Nachtschwarze Seesterne mit ihren neun Armen, die am Rande sitzen und mit ihren Armen gierig nach den Artgenossen schmatzen. Die Präsenz der unbarmherzigen Ersäuferin ist hier wesentlich spürbarer. Ihr habt zwar immer noch keine Kälte, die euch umklammert, aber das Wasser wird deutlich kühler, das könnt ihr spüren. Und die Macht von Charybdoroth, von Chanka, die dort unten lauert, ist spürbar. Nehmt euch ein Muschelplateau. Das muss der Tempel von Nominibal sein. Eine steile Klippe, die hier nach unten führt, beziehungsweise dann in diesem Mauerabriss endet. Und ein gewaltiger Rochon als Statue, der hier Nominibal dient. Ich frage mich, welche Götter hier unten angebetet werden. Oh, jetzt fragt ihr euch das! Jetzt fragt ihr euch das! Nein, Alan. Ihr seht doch mal diesen Rochen. Und dieser Tempel, der ist wohl kaum Effort geweiht. Schön euch, dass euch das auch jetzt endlich mal komisch vorkommt. Und wohl. Ihr müsst lernen zu schauen und nicht nur zu reden. Ihr müsst lernen zu zweifeln. Ihr müsst lernen zu verstehen. Ich glaube, das wird eine sehr lange Reise. Ja, ich gebe Jalan ja in der Regel eher ungern recht, aber mit Ketzern und was auch immer die hier anbeten, mit Götzen, das können wir nicht gutheißen. Gerade du, Abelmir, solltest aus Erfahrung wissen, dass bereits kleine Abweichungen verheerende Folgen haben können. Erinnere dich an Ephadaios. Ja. Ganz genau. Aber wer soll das sein? Numibal? Oder so ähnlich? Klingt nicht wie ein Name, den ich in Abwandlung schon einmal gehört habe. Vielleicht haben diese aquatischen Lebewesen andere Götter. Nivel, eine Frage. Ja? Diese Klippe hier, diese Muschelklippe, habt ihr die auch gezüchtet? Oder wo kommt die her? Oder ist die aus Stein gehauen?
Diese Klippe war schon vorher dort. Sie wurde gefertigt vor Zeitaltern von den Sumur. Ah, sie wurde gefertigt. Eine Zeit des Umbruchs. Neue Götter, die geformt wurden. Alte, die verdrängt wurden. Ja, dann würde ich mir ganz gerne mal mit der, weiß nicht, Gesteinskundeprobe ist das, glaube ich, angucken, ob das ein anderer Stein ist, als der ihn umgebende. Ja, kannst du gerne machen. Also die Muschelklippe aus einem anderen Stein besteht. Ja. Ja, definitiv. Also das ist zwar eine Muschelform, aber keine Muschel an sich. Also weder ist es irgendwie ein Tierpanzer, der ehemals umgeformt ist, auch wenn er riesig gewaltig sein müsste. Es ist aus Stein gefertigt. Okay. Naja, das sieht so aus, als wäre es aus einem anderen Stein gefertigt und hier eingelassen worden. Vor Urzeiten. Ziemlich stabil. Aber möglicherweise kann man es, ablösen.